mir Mario Steffen und er war ja am Anfang ein bisschen aufgeregt. Wie ist denn die Beatrice? Ach, ich habe natürlich erstmal Lampenfieber gehabt, weil ich gedacht habe, naja, so große Stars triffst du ja auch nicht alle Tage. Und dann waren wir vorhin zusammen essen und ja, das ist eine ganz süße, ganz liebe, ohne irgendwelche Starallüren, hat gepasst, war top. Sie hat ja gesagt, der Schlager hat sich verändert, der ist poppiger geworden. Wie siehst du denn das? Ja, also es gibt natürlich noch immer den klassischen deutschen Schlager, den liebe ich auch sehr, aber natürlich hat sich gewandelt, das Publikum ist auch jünger geworden und natürlich, der Schlager ist mit der Zeit gegangen, er ist modern, salonfähig. Ja, das muss ja natürlich. Jetzt aber eine Frage an dich, Mario, was uns natürlich hier im Schlagergeschäft beschäftigt. Schlagernick hört jetzt endlich auf, er hat keine Lust mehr irgendwie und hat er jetzt auch auf Facebook gepostet, dass immer dieselben Schlagersänger in den Medien auftreten, in ARD, ZDF und die großen Fernsehsendungen. Ne? Was sagst du dazu? Meine ich, man hat doch als Schlagersänger eigentlich Chancen, man sieht es ja auch bei dir, du bist erfolgreich. Ja, also ich bin gut unterwegs und Gott sei Dank, also aber den großen Traum mal in irgendeiner Fernsehsendung stattzufinden, ja, weiß ich nicht, ob man den jetzt aufgeben kann. Also bei Florian Silbereisen natürlich, ja, sind halt wirklich auch sehr oft die gleichen Künstler dabei, da muss ich dem Nick schon recht geben. Aber also ich verdiene mein Geld mit meinen Auftritten und ja, also ich mache noch gerne und lange weiter. Wie geht's denn bei Mario Steffen weiter? Meinst du, bist jetzt viel unterwegs? Der März ist ja total ausgebucht bei dir. Also das ganze Jahr 2018, da kann man sagen, Erfolg ohne Ende, oder? Also ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, aber ich bin jetzt schon allein nur an diesem Wochenende, habe ich 5 Auftritte insgesamt. Und langsam muss ich mir was überlegen, weil nicht schlecht, ne? Weil ich gehe auch noch 50% arbeiten, ganz normalen Job. Und ja, ich bin ja glücklich darüber, dass ich doch ja, so gefragt bin, gerade in diesem Jahr. Ja, und mein neues Album kommt jetzt auch dieses Jahr. Also es gibt immer was zu tun und mir macht es nach wie vor viel Freude. Wann kommt denn das euer Album? Also die Hälfte ist schon aufgenommen, also im Herbst. Im Herbst, da ja. Sind wir mal gespannt. Also wir sehen uns ja noch öfters, Mario. Ja. Wir hatten echt Flammenfieber gehabt, ich hatte ein großes Interview mit der Beatrice eben gerade gehabt. Also interessantes Interview. Sie sagt, der Schlager ist moderner geworden, er muss auch moderner werden. Und aber die alten Kamellen, wenn man so überlegt, die alten Schlager, Andrea Jürgens oder die ganzen alten, die sind schon auch noch modern, oder? Ja, ich stehe da voll dahinter. Ich bin ja aufgewachsen, damals mit der ZDF-Hitparade, klar. Und ich liebe nach wie vor Künstler wie Bata Illich oder Jürgen Drews zum Beispiel. Die sind ja Gott sei Dank alle noch da. Ja, und dann haben uns dann letztes Jahr gerade 5 große Stars auf einen Schlag verlassen. Das ist schade, aber leider, oder was heißt leider, das Schlagerkarussell dreht sich weiter. Gut, willst du denn deine Fans so etwas so sagen? Du hast ja auch viele Fans, wo immer hin und her reisen, ja. Das muss man auch sagen. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen, liebe Zuschauer, das kann man gar nicht glauben. Die Fans reisen bis nach Eisenach hin und her, also das ist schon krass, oder? Also ich verstehe, also das kostet ja auch eine Menge Geld, ne? Ja, ja. Also ich meine, die Eintrittsgelder bezahlen, den Spritkosten und so weiter, das ist, also es ist für mich immer wieder ja, erstaunlich zu sehen, wenn ich auf die Bühne komme und da sehe ich doch so eine ganze Menge Leute, die mich unterstützen und ich finde es total geil. Wie war es denn in Nordrhein-Westfalen, Mario? Wenn man jetzt so sagt, Nordrhein-Westfalen ist ja die Schlagerhochburg, ja. Da ist ja jede Woche Schlagerveranstaltung. Jetzt habe ich gehört, du bist jetzt auch öfters da drüben. Stimmt das oder habe ich jetzt falsch geguckt? Nein, also ich habe jetzt mal eine ganze Zeit lang, war ich gar nicht in NRW und jetzt zum ersten Mal nach langer Zeit mal wieder in Bottrop gewesen, war eine geile Veranstaltung, tolle Künstler, tolles Publikum, klar. Und ja, jetzt sind schon ein paar Sachen dazugekommen. Also ich bin dieses Jahr und nächstes Jahr öfter wieder in NRW. Yeah.
ich und dein Mitleid brauche ich nicht. Ruf nicht mehr an und komm nicht vorbei. Du wolltest frei sein und bist frei. Und wenn ich dich jetzt wieder sehe, tut nur die Erinnerung weh. Lass mich vergessen. Nach Aschaffenburg gefahren. Vielen Dank. Kommt denn jemand hier aus Bad Soden-Allendorf? Oh, doch so viel. Zwei Leute. Herzlich willkommen. Auch der Mann in Grün. Schön. Ja, der nächste Song ist ein Lied, ich glaube, den kennt ihr auch alle. Bestimmt. Komm, lass uns reden. Guten Abend. Ja, hier wollen wir erst.
schön zurecht gemacht. So können wir arbeiten. Ein, drei, vier. Komm, lass uns reden über uns. Komm und lass uns reden. Ja. Es war doch Liebe für uns zwei. Es war doch mal Liebe. Du sagtest niemals, niemals mehr. Was ist nur geschehen? Wir müssen reden über uns. Komm und lass uns reden. Ich will doch nie, dass du gefangen bist. Das Leben.